So, hey ho Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Guild Wars. Ich hab's geschafft. Hat nicht lange gedauert, auch wenn ich am Anfang wirklich dämlich im Kreis gelaufen bin, weil ich dachte, es ist irgendwo oben und dann musste ich bloß unten durch einen kleinen, ja, kleinen Soldaten, Pfad ihr durch. seid nicht nur Aber unsere naja. beste, sondern unsere einzige Chance. Eure Aufgabe ist es, diesen Eingang gegen die Diener Saitans zu verteidigen. Die Fackel ist in euren Händen. Lasst uns ein Feuer entzünden, um die Verderbnis auszubrennen und Orr zu befreien. Ignio, Amimi, Amini, Krani. Alle hier. Selbst Sri ist wieder Es da. freut mich, dass ihr hier seid. Sehr schön. Auf geht's. Hurra! Das ist sie, Kommandeur. Die Quelle von Orr. Der Ursprung seiner Magie. Das Wasser, aus dem dieses Land sein Leben zieht. Unsere Speer melden einen gewaltigen artesischen Brunnen inmitten dieser Höhle. Das Wasser fließt unter die Stadt Ara und von dort in alle Winkel der Nation. Wenn wir diesen Herzbrunnen reinigen können, wird sich die Magie mit dem Wasser ausbreiten und unser Reinigungsritual durch ganz Orr tragen. Steckt noch genug Leben in Orr, damit das Ritual wirkt? Der Herzschlag des Landes ist schwach und unstet, aber noch kann ich ihn hören. Erst wenn wir die Quelle erreichen, haben wir Gewissheit. Wappnet euch, Paktsoldaten, und steht zusammen! Geht ihr vor, Kommandeur? Erwartet keine Schonung. Sollen wir jetzt hier mitkämpfen, oder wie ist das? Ärgerlich! Es könnte, wenn jetzt noch eine. Ich glaube nicht. So, kommt die mit uns mit? Moment, was war das gerade? Habt ihr das gesehen? Hier oben stand irgendwas. Irgend so eine Donner, irgendwas. Ich habe es nicht genau lesen können. Was ist das gewesen? Keine Ahnung. Rückkopplungsschleife gestartet. Also die königlichen Wachen hier, die sehen aber auch hässlich aus. Wach! Vernichtet diese Eindringlinge. Ich bin nahezu unbesiegbar. Erhebt euch nie wieder. Genau, erhebt euch nie wieder. Geh weg. Mehr Wissen für mich. Dip, 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 dip. Oh ja. Ach, Hämmer. Das Einzige, was am Wächter Spaß macht, ist der Hammer. Oh, Champions. Alter, 4 Champions. Jo, Trahan, wie soll man das schaffen? Ihr scheint kompetent zu sein. Wachen, lasst sie passieren. Oh. Scheint uns hineinzubitten. Okay. Seid wachsam. Das wird kein Freundschaftsbesuch. Noch immer so weit weg. Habt ihr Angst? Ja, sein Auge zeigt eins. Wir wollen euch etwas klarer sehen. Hoheitliches Auge, das ist sein richtiges Auge. Vergifter. Wir sehen euch. Wir kennen euren bösen Willen. Diese Wasser müssen bleiben, wie sie sind. Und ihr müsst sterben. Ist schön. Wenn Traherne tankt, ist das alles super. Auf ihm ist das Siegel noch rüber. Ich springe mal noch dazu. Noch ein bisschen Lichtaura und eine Heilung geben. Geht das eigentlich, dass ich das block? Sterblich. Wolchig. Fleisch, Rinde und Fell. So unendlich zerbrechlich. Blicke in eure Seele. Oh, hey, spinnst du? Wo ist er denn jetzt schon wieder? Oh, ein Arsch, komm her. Ärgerlich. Einmal Dauer drehen. Ich sehe in eurem Herzen, dass ihr jemanden an Saitan verloren habt.
jemanden namens Siren. Sie wartet schon auf euch. Unter den Schwingen des Drachen. Vergiss es. Niemals! So viel Tod um euch. All jene, die euch vorangingen. Kommt zu Saitan und findet alles. Ah, das ist schon wieder unverwundbar. Ihr könnt wieder bei ihnen sein. Lass mich auch die Dinger machen Schaden. Ja, okay. Dann umgehen wir einfach mal deinen Schaden. Block, 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 block. Nerv nicht. Ich find's krass, das ist jetzt. Ich gehe mal stark davon aus, dass das der letzte ist. Euer Schwert. Warum glänzt es so strahlend? Hallo, junger König. Meine eigene Hand, meine eigene Gestalt. Mein Geist wird nicht mehr vom Drachenfluch beherrscht. Den Göttern sei Dank. Ich bin frei. Okay, dadurch, dass die geheimnisvolle Gestalt für uns nicht geheimnisvoll ist, ist eigentlich das hier oben auch ziemlich dämlich. Er hat uns ja schon mal voll gequatscht, der Typ. Hab Dank, tapfere Helden. Der Wind, der euch an diesem Ort trug, sei gesegnet. Mein Name ist Reza. Und ich war einst der letzte König aus. Das hast du schon gesagt. Als sich der Drache erhob, plünderte er die Königsgruft von Azade Kvabar und benutzte die Überreste meiner Familie, um seine schrecklichsten Diener zu erschaffen. Die Augen Saitans. Die anderen Augen, das waren Könige und Königinnen Ors? Ja, wir waren an den Drachen gekettet, zu Monstern verdorben, die Saitans Vision teilten und seinen Willen ausführten. Einen nach dem anderen habt ihr uns befreit. Sehr schön. Ich, der mächtigste von ihnen, wurde hierher geschickt, um die Quelle der Magie Ors zu bewachen. Doch ihr habt einen Weg gefunden. Ich bin zutiefst dankbar. Mach dann eine Million. Sonst gewähre ich euch eine uralte Ehre. Von heute an sollt ihr den Titel Champion von Or tragen. Gedenkt unser, wie wir einst waren. Hab Dank, König Reza. Ich fühle mich geehrt und werde eurer und eures Volkes gedenken. Und nun zur letzten Aufgabe. Die Reinigung dieses Landes. Stellt wieder her, was geraubt wurde. Stellt euch Saitans Kraft und schenkt Or einen neuen Anfang. Wie ihr sagt, König Reza, es ist Zeit, die Verderbnis fortzuspülen, die dieses Land schändet. Ruht in Frieden. Wir scheitern nicht. Und ein neues Ritual. Los! Yeah. Am Ende bin ich froh, dass wir beide allein sind. Wir werden Or gemeinsam reinigen, wie es uns bestimmt ist. Die Front ist durchbrochen. Wir werden überrannt. Rückkopplungsschleife gestartet. Nein! Das wird euch zum Schweigen bringen. Wow, aua. Hat er richtig wehgetan. Ach, die anderen kommen alle jetzt. Das ist schön. Halte ich sie fest? Ja, sehr schön. Sammelt euch bei Marshal Trehearn und schützt ihn um jeden Preis. Eigentlich, wenn wir das jetzt geschafft haben, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das jetzt hier wirklich die letzte Quest ist. Das Einzige, was mich jetzt ein bisschen wundert, die Musik ist ein bisschen sehr leise jetzt im Spiel. Ich glaube, das hatte ich runtergestellt fürs PvP. Och, kommt schon. Einmal alles ranziehen. Ziehen. Hui. Drehen. So, endlich mal ein bisschen Schaden rausgehauen. Was habt ihr für mich? Er hat's schon geschafft. Hoppala.
Alle Gegner sind vernichtet worden. Seht ihr das? Die Story ist richtig geil gemacht. Ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung. Ab in die nächste Welt mit euch. Ihm hängt eine Wurzel im Gesicht. Gut, ist auch gemacht. Okay. Und Kaladbolg müsste jetzt gleich verschwinden. Oder? Behält er das Schwert nicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, er gibt das Schwert wieder ab. Geschafft. Ich kann spüren, wie die Wasser beginnen, mit der Energie Kaladbolgs zu pulsieren. Sie fließt in alles, was das Wasser berührt. Traherne, geht es euch gut? Ihr scheint kaum noch stehen zu können. Ach, Quatsch. Das Ritual hat viel Kraft gekostet. Aber ich werde überleben. Gehen wir auf Nummer sicher. Sanitäter! Wir brauchen hier einen Sunny. Nicht nötig. Unsere Arbeit hier ist getan. Auch wenn die Schlacht noch lange nicht vorbei ist. Wir müssen uns am Fort der Dreifaltigkeit neu sammeln. Dann können wir euren nächsten Schritt planen. Ich freue mich darauf. Und Marshall, Glückwunsch zum erfolgreichen Abschluss eurer wilden Jagd. Seit meinen ersten Schritten war sie ein Teil von mir. Doch meine wilde Jagd ist vorbei. Zeit, mich neu zu finden. Eine einzigartige Herausforderung. Doch der Pakt gibt mir Halt. Habt Dank für alles, was ihr getan habt. Gut, das heißt, wir gehen jetzt zum Fort der Dreifaltigkeit. Die Mission ist ja noch nicht abgeschlossen. Das heißt, wir gehen da jetzt hin, schließen die Mission ab und dann... Ja, wie gesagt, er hat ja schon gesagt, es ist bloß noch eine Schlacht zu schlagen, dann bin ich mir zu 100% sicher, dass das nächste ist halt dann definitiv Zeit dann niederzumetzeln. Und irgendwann... In ferner, ferner Zukunft, wenn ich mal Lust drauf habe und vor allen Dingen auch sehr, sehr viel Lust, werde ich mich hinsetzen und hier das mal, na sagen wir mal, die Karte weiter aufdecken. Oh. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Erstmal das arme Tierchen hier weggefetzt. Wie sie sich freuen. Ups. Stirb, 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 stirb. Ach ja, ach ja. Wahoo! Öffnet das Tor! Euer größter Kommandeur ist da. Die Betonung liegt auf der größte. Nein, ich sage ja, sie ist nicht bereit. Aber die Ruhm von Tyria ist das Flaggschiff. Sie sollte gegen Saitan kämpfen. Sie ist nicht fertig. Wollt ihr, dass sie in ihrer ersten Schlacht sinkt wie ein Stein? Euer Problem. Hofft lieber, dass wir ohne sie siegen. Es gibt sonst keine zweite Chance. Sagt mir die Wahrheit. Haben einige Char Angst, mit diesen unerprobten Luftschiffen zu kämpfen? Was? Für den Gedanken sollte ich euch ausweiten. Naja, ja, einigen kräuselt sich der Schwanz. Mir auch. Wie geht ihr damit um? Ich will niemanden enttäuschen. Schnappt euch die größte Wumme, die ihr findet. So könnt ihr dahinter in Deckung gehen. Okay, also es lohnt sich auch manchmal einfach nur hier vorbeizulaufen und mit den Leuten ein bisschen was. Kommt zu mir, wir müssen reden. Oh. Sei, was geht? Ja, okay. Vor allem, die hat sich ja angeschlichen. Was soll denn das? Tarz,
Wo sind die Vorräte für die Demut? Da kommt ein Kampf auf uns zu. Einen Moment noch, Kapitän. Kasta und Rizziat flicken gerade ein Leck an ihrem Kiel. Ruhig, Kapitän Himmelsfahrer. Bald geht es in die Schlacht. Wird auch Zeit. Ich lasse doch nicht den anderen den ganzen Spaß. Da brauchst du keinen Kopf machen. Trotzdem immer noch erstaunlich, dass sie das Konzept des Zeppelins wieder aufgefasst haben. Hier ist er. Hallo Trahoni. Altes Hörnchen. Hört ihr den Jubel, Kommandeur? Genießt ihn. Heute hat der Pakt triumphiert. Und meine wilde Jagd ist endlich vorbei. Preiset den blassen Baum. Ja, preiset ihn. Ich fürchte, ihr habt noch viel Großes und Schreckliches zu tun. Satan zu töten. Noch vor kurzem hätte ich das für unmöglich gehalten. Die Reinigung Ors schien unmöglich, aber wir haben es geschafft. Mit Verbündeten wie euch wird die Befreiung der Welt von Satan schwer, aber nicht unmöglich. Gut gesagt. Und ihr könnt euch darauf verlassen, dass euch diese Verbündeten bis zum Ende zur Seite stehen. Meine wilde Jagd mag vorbei sein, aber unser Bündnis wird weiterkämpfen. Ich widme hiermit den gesamten Pakt und all seine Ressourcen eurem Auftrag. Beim Mutterbaum und allen, die das größte Opfer brachten. Satan wird fallen. Vielen Dank, Marshall. Wenn Satan fällt, dann werden wir es alle mit ansehen. Dann kann die richtige Feier beginnen. Hurra! Die Quelle von Ohr abgeschlossen. Oh, es gibt wieder eine Ektoplasmakugel. Ich weiß nicht, ich habe jetzt zum, ich glaube, 5. oder 6. Mal mit diesem Charakter diesen Svelta-Tritt bekommen. Immer und immer und immer wieder. Irgendwie wollen die, dass man genervt wird von dem Ding. Oh, stimmt, ich habe ganz vergessen, bevor ich die Mission gestartet habe, habe ich mehrere Waffen, Rüstungssets fertig gemacht. Zum einen habe ich, ich zeige es am besten mal, Garderobe. Einmal habe ich die, naja, das ist eine Ohrrüstung. Nicht wundern, die sieht jetzt etwas komisch und gewöhnungsbedürftig aus. Ihr müsst auch keine Angst haben, also so werde ich später mal nicht rumrennen. Also das wäre jetzt die Armageddon-Rüstung, komplett am Asura. Des Weiteren habe ich noch die Rubicon, die kann ich euch jetzt aber leider Gottes nicht zeigen, weil ich halt wirklich bloß jetzt, ich könnte euch zeigen, das hier ist, Rüstung, also Brustrüstung. Das wäre eine Schuhe dazu und eine schöne Unterhose hat er an. Die habe ich mir gekauft. Deshalb habe ich auch hier bei letzter oder vorletzter Folge euch gezeigt, hier, wie viel Karma ich hatte. Ich hatte 250.000 oder 270.000. Jetzt habe ich bloß noch 84.000. Aber, naja, ist nicht schlimm. Denn ihr solltet wissen, Karma ist so ziemlich die Währung oder das, was mir hier in dem Spiel so. Das kann man so einfach farmen. Die ist nichts wert. Karma ist einfach, ja. Easy. Easy zu farmen. So. Und jetzt Triumph oder Tod. Da steht's. Tötet den Altdrachen Satan. Findet Cave in der Ruinenstadt A. Gucken wir mal. Yep. Definitiv bei Ara. Ich teleportiere mich mal hin. Und ja, vom jetzigen Tag an bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr dann diese Folge seht, vergehen wieder mal fast 2 Wochen. Da ich ja immer so im 7-Tage-Rhythmus, also für 7 Tage halt vorproduziere. Und da ich ja nur alle 2 Tage bringe, weil ja auch noch Creativerse kommt, habe ich halt immer 14 Tage vorproduziert und damit habe ich etwas mehr. Ah, sehr schön. Also es stimmt doch. Es ist ein Singleplayer-Dungeon. Das ist sehr schön. Das heißt, es gibt dann in der nächsten Folge, dann gibt es vielleicht, ich weiß noch nicht, wie lang die Aufnahme wird. Ich möchte eigentlich keinen Cliffhanger bringen. Es könnte sein, dass dann die nächste Folge extrem lang wird, weil ich nicht weiß, wie schnell ich durch den Dungeon komme.
Und ja, bis dahin war ich auch noch ein bisschen was am Equipment schrauben. Also ich habe jetzt wieder 2 Wochen Zeit, um halt ein bisschen was zu sammeln. Und gucken wir mal, Ausrüstung. Das werde ich austauschen. Wie gesagt, hier habe ich schon einen Bogen. Den wollte ich euch eigentlich auch zeigen. Gehe ich mal gucken, wo den Bogen jetzt. Da muss irgendwo in meiner Kiste liegen. Also in meiner, wie heißt's? Nicht Kiste. In meiner Bank. Und da werden wir uns mal angucken. Also das wird dann der Bogen, den ich anlegen werde. Dieser hier, den habe ich letztens bekommen. Schmolzlangbogen. Vorschau. Und zwar. Hey, zeig mir den Bogen. Hallo. Okay. Ist ein bisschen buggy. Eigentlich hatte ich am Anfang den hier, aber der hat Kraft, Zähigkeit, Vitalität, Konzentration. Den. Ah, jetzt geht's hier. Eines Tages. Das ist halt so ein goldener Bogen, aber der, das bringt mir halt nichts. Klingt blöd, aber mir bringt's gar nichts. Gucken wir mal, jetzt können wir vielleicht den Bogen hier mal Vorschau machen. Oh, hallo. Der Bogen sieht natürlich ein bisschen geführt, so sieht man es besser. Ah, hat was. Ist halt ein ganz flacher Bogen, hier wird er angegriffen. Was hier oben sind 2 Klingen. Wäre zwar schön, wenn man das so nutzen könnte wie eine Waffe zum Angreifen, aber naja. Ist ja auch nicht so schlimm. Und es wird wahrscheinlich so sein, dass ich mich den nächsten Tag mal hinsetzen werde und hier versuchen werde, diese mysteriöse Ranke fertig zu machen. Werde ich mich etablieren. Weil Kraft, Zähigkeit, Heilkraft, das ist zwar ein aufgestiegener, ein exotischer Rücken hier, aber ich würde schon gern einen aufgestiegenen Rücken haben. Gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es dann heißt, tötet Zaitan. Exotische Waffen reingeworfen. Dieser Zumorros muss inzwischen gewiss ein beeindruckendes Arsenal beisammen haben. Irgendwo da drin hofft ja. Er bis an die Zähne bewaffnet. Moment mal. Mit Fiolen, mit Blut und Fleisch. Na gut, okay, ich glaube, diese Texte hier, die habt ihr jetzt schon bis zum letzten, zum Abbrechen hier tot gehört. Würde ich einfach sagen, okay, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute. Und viel Spaß noch.